Hallöchen meine Freunde und herzlich willkommen wieder zurück zu Project Zomboid. In der letzten Folge hatten wir hier eine kleine Auseinandersetzung mit zwei Zombies, die mich irgendwie überrascht haben und mir eine sehr schwere Kopfwunde zugezogen. Ich würde aber jetzt gerne trotzdem nochmal den Baseballschläger ausrüsten. Okay, lass mich raten, jetzt finden wir alles, was wir brauchen. Nägel und eine Säge, natürlich. Und dann gehe ich dabei noch drauf. Wunderbar. Wir müssen unbedingt nach Hause. Ja genau, jetzt wird die Musik auch irgendwie traurig. Ich hoffe, ich habe daheim einen Faden. Weil die Wunde wird höchstwahrscheinlich genäht werden müssen. Nee, du hast mich nicht gesehen. Oh Mann. Ein kleiner Fehler und dann sowas. Und ich hoffe, dass ich mich auch selber am Kopf irgendwie, wie soll ich sagen, nähen kann. Weil sonst ist unser Tod gewiss. Und das will ja keiner. Ich fände es nämlich schade, wenn die Season jetzt schon vorbei wäre. Ja, wir haben furchtbare Schmerzen. Ich habe Schmerzpillen daheim, also halt durch, Joey, halt durch. Gleich sind wir wieder daheim. Gleich hast du es geschafft. Oh. Ja, ich weiß, ich habe die Generatoren stehen lassen. Aus dem einzigen Grund, weil ich mich jetzt nicht zu sehr überlasten will, beziehungsweise überladen will. Okay, da ist ein Zombie. Da komme ich nicht vorbei. Wobei, das ist ja bei uns direkt am Haus. Nee, da wohne ich nicht. Immer schön vorsichtig bleiben. Der Zombie-Gruppe gehen wir schön aus dem Weg. Gut, wir haben die Wunde desinfiziert. Steril abgebunden. Aber die nächsten Tage heißt es halt, Füße stillhalten. Okay. Das ist ein Problem. Wie soll ich da vorbeikommen? Jetzt wäre ich für Vorschläge offen. Okay. Muss mal die Bandage wechseln. Habe ich alles im Inventar? Mit dem sterilen Stofffetzen abbinden. Nochmal desinfizieren. Um sterilen Stofffetzen abbinden. Gut, die Wunde ist zumindest nicht mehr infiziert. Aber ich habe Hunger. Moment mal, Trick 17. Wir gehen hier durchs Haus. Nee, die sehen uns nicht. Lauf, Joey, lauf. Alter, wo kommt ihr denn alle her? Oh. Ich weiß, hier wohne ich. Ich lock die jetzt höchstwahrscheinlich alle zu mir, oder? Aber ich habe keine andere Wahl. Ich muss was essen. Gartensalat. Essen alles. Wassermelone. Essen alles. Dann noch schnell mal den ganzen Rucksack ausleeren. Hm,
nicht in den Ofen rein. Ist jetzt egal, wo ich was reinschmeiße. Hauptsache, ich bin nicht mehr so überladen. Vielleicht haben die ja gar nicht gesehen, wo ich rein bin. Wäre ja auch möglich in irgendeiner Weise. Okay, die stehen vor der Tür. Na los, raus mit dem Zeug. Oh. Und da ist es um uns geschehen. Neun Tage, 14 Stunden und 98 Zombies getötet. Und da schleicht der kleine Joey schon rum. Einmal unvorsichtig und schon passiert sowas. Was soll ich dazu sagen? Ich glaube, wir setzen diese Season an dieser Stelle einfach mal fort. Neuer Rekord wird es halt nicht mehr. Aber mit so einer Schlaftablette noch weiterspielen, das muss nicht mehr sein. Erstellen wir uns einfach mal einen neuen Charakter. Continue. Wo sind meine Spielstände? Hier drin, oder? Show. Silver Junior. Gut. Brusthaare selbstverständlich. Stoppeln. Why not? Kommen wieder mal schwarze Klamotten, die kommen cool. Diesmal kein Pulli. Tanktop wird da reichen. Eine Stirnglatze, natürlich. Schade, dass es immer noch keinen langhaarigen Bombenleger gibt. Und wieder Koteletten. Weiter. Ich glaube, ich nehme diesmal den Feuerwehrmann. Und meine beiden Lieblingsdinger müssen auch dazu. Dickhäutig. Das ist wahrscheinlich schon längst übersehen. Und resistent. Wir haben ja gesehen, wie er sich vorhin von der... Wie soll ich sagen? Von der Infektion schnell wieder erholt hat. Gut, wir könnten Feige nehmen. Aber schlafgestört nehme ich nicht mehr. Weniger effektiv hätten wir Waffen, vergiss es. Gebrechliche. Müdet schneller beim Laufen. Kann man machen. Taub wäre nicht schlecht, da könnte ich mir sogar noch eine Eigenschaft für 2 Punkte dazu tun. Oder ich gleiche es wirklich mit fettleibig aus. Minus 5 Fitness, das werden wir ihm schon abtrainieren. Falls er so lange überhaupt lebt. Ah, das war so, wie soll ich sagen? So ätzend. Hätte ich jetzt eine neue Welt gestartet und nicht die, in der wir vorhin schon gespielt haben, dann wäre es schon automatisch Season 7. Hast du irgendwie eine Waffe? Weil ich muss mich erstmal selbst kaputt prügeln. Denke ich mir mal. Da bin ich ja. Hallo. Hallo Vergangenheits-Joey. Na? Hast halt Pech gehabt. Passiert. Kaputtes Nudelholz, weg damit. Gut, was hast du noch so Schönes? Das ganze Zeug nehme ich mal an mich. Das benötigst du nicht mehr. Okay, wir sind schwer beladen. Das habe ich kapiert. Im Rücken tragen, bitte.
Das kommt alles hier rein. Dann müssen wir uns gleich nochmal bewaffnen und mal diese schweren, also schweren, sag ich schon, diese Nervensägen vor der Tür mal loswerden. Alter Schwede, hat er viele Zigaretten eingesteckt. Jetzt haben wir natürlich zwei Schlüsselbunde, aber das ist absolut in Ordnung. So, was brauchen wir denn nicht? Den schwarzen Pulli können wir ablegen. Und dann müssten wir uns mal bewaffnen. Okay, die Frage ist, wie viele stehen vor der Tür? Habe ich irgendwo einen zweiten Ausgang oder so, durch den ich raus könnte, um das mal einzuschätzen? Ich hätte mir ein Haus mit einem Notausgang nehmen sollen. Mal die Tür auf, dann bist du auch tot, wenn es dumm läuft. Aber wir wissen, dass er dort ist. Okay, das ist bisher nur einer. Nee, so leicht bekommst du mich nicht. Ich mache nicht zweimal denselben Fehler. Schön defensiv spielen, so wie wir es gelernt haben. In Season 3 und Season 5. Ach, da kommt gleich der nächste Boy. Warum kannst du nicht mehr laufen? Achso, stimmt ja, weil du fett bist. Und du stirbst mir bitte vor der Haustür draußen. Hallo? Achso, du hast dich hingelegt. Ich sagte, du sollst draußen sterben. Verschwinde. Naja, gut. Muss ich später die ganzen Leichen entsorgen. Alter, was hält denn der aus? Gut, schauen wir mal, ob wir uns mal schlafen legen können. Weil morgen sieht der Tag schon wieder anders aus. Ja, ich bin nicht müde genug. Na toll, ganze drei Zombies haben wir jetzt erledigt. Also ich glaube, das sind ein paar mehr Zombies geworden, seitdem ich das letzte Mal gespielt habe. Okay, die direkte Nachbarschaft ist soweit sauber. Gut. Oh, wie traurig. Okay, ich kann nur eine Leiche gleichzeitig tragen. Ablegen. Der nächste bitte. So eine Unordnung dulde ich nicht in meinem Haus. Wo hab ich wieder? Ah, da, gut. Ich hätte die eine Leiche bei ihm ins Inventar reinlegen können. Habt ihr es gesehen? Und den einen vor der Tür entsorgen wir auch mal. Der stört hier wirklich meine Kreativität. Sollte ich die alle ein bisschen weiter wegschleppen, aber naja. Man kann ja nicht alles haben. Dann kann ich das Zeug hier wieder verpacken. Genau. Mal einen Faden mit dazulegen. Das wäre vielleicht toll. Nee, nicht das Nudelholz da rein.
Okay, die Alkoholtupfer, die sind ja wirklich sehr gut zum Desinfizieren. Okay, die schmutzige Bandage kann ich auch mal wegwerfen. Den schmutzigen Stofffetzen da auch gleich mit. Ja gut, die Bandagen und die Stofffetzen hätte ich vielleicht auch noch waschen können. Probieren wir es mal. Naja, jetzt, nicht jetzt. Nicht jetzt. Wir müssen erstmal für Ordnung sorgen. Hab ich irgendwo einen Faden oder so? Na gut, weil dann können wir uns eventuell beim nächsten Mal nähen. Dass ich hier keinen Faden dabei habe. Und jetzt hat er Hunger. Wunderbar. Was hat der alte Joey denn alles hier gelassen? Dann kochen wir mal eine Kleinigkeit. Wird schon schief gehen. Kommst du mal hier rein? Und einmal einschalten, bitte. Ist mein Strom alle? Nö, Strom habe ich noch. Ich glaube, es brät langsam. Na komm, sag mir Bescheid. Gefährlich, wenn ungekocht. Ja, das dauert seine Zeit im Ofen. Da können wir mal ein bisschen rumgucken. Wasserflaschen auffüllen. Standard halt. Und dann haben wir schon wieder 7 Uhr morgens. Alter, wie lange dauert denn das? Am liebsten würde ich nochmal rübergehen und die Generatoren holen, aber ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. In der Zeit hätte ich vielleicht ein Buch lesen können. Okay, ich glaube, du bist fertig gekocht. Warum wirst du von einem Kotelett unglücklich? Soll ich dir da ein bisschen Ketchup draufschmieren oder so? Oder ein Senf? Haben wir irgendwelche Kochrezepte oder so? Ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Naja, egal. Fürs Erste reicht das ja schon mal. Wo ist denn das Kotelett hin? Na, natürlich in den Erste-Hilfe-Kasten reingepackt. Und einmal essen bitte. Und zwar alles. Dann packst du dir jetzt noch die Gartenkelle. Ein paar Samen. Was haben wir denn eigentlich so zur Auswahl? Gießkanne nimmst du mit. Was haben wir denn so an Saatgut? Kein Brokkoli, finde ich aber schade. Gut, dann pflanzt du mir Karotten an. Erstmal ein Päckchen. Wo habe ich jetzt die Kelle hingeschmissen? Hier. Und dann füllst du mir direkt noch die Wasserflasche auf. Ich meine, die Gießkanne. Ich weiß, es dauert eine Zeit. Du bist mies gelaunt. Da müssen wir jetzt durch. Okay, legen wir hier mal unser erstes Beet an. Und dann noch hier und hier. Eigentlich müsste ich jeden Tag ein neues Beet anlegen. Weil die ganze Frischware hier, die verdirbt ja irgendwann. Das backen wir mal alles aus. Dann sehen wir hier Karotten. Und hier auch noch Karotten. Wunderbar. Und mich ärgert es wirklich immer noch, dass ich da einfach so blöd reingerannt bin. Und dann in Panik falsch reagiert habe.
Info? Durstig bist du noch. Okay, dann gehen wir halt auf 50. Sehr gut bewässert. Gut. Ja, genau, 50 ist ja der gesamte Inhalt. Wie? Du bist jetzt schon krank. Ich glaube, du spinnst. Also ich meine jetzt die Karotten. Gerade mal ausgesiedelt und schon sind sie krank. Ach, du bist ja immer noch voll. Hallo? Stören die mich hier einfach bei der Gartenarbeit? Unglaublich, locken wir die Boys und Girls einfach mal weg. Die schmeißen wir dann noch weg. Vielleicht kriegen wir ein paar von denen down, so nicht. Da passt mir einfach das Timing nicht. Jesus, na. Na komm, verschwindet. Ist ja unglaublich mit euch. Rennen wir einfach mal eine kurze Runde. Die ein bisschen Gewicht abnehmen. Die Frage ist nur, wie kommen wir wieder nach Hause? Wie? Wie in Gottes Namen? Ach so, die haben ja schon so gut wie abgehängt. Das haben die nicht gecheckt. Gut, sind wir jetzt alle los? Nee, da sind noch zwei. Also ich müsste die ja ausschalten können. Oder ich schleiche einfach vorbei. Da sind ja auch nochmal drei. Also langsam wird es lächerlich. So viele, wie sich hier rumtreiben. Spannende Musik macht sie aber auch nicht besser. Sehr gut bewässert. Jetzt wird es langsam leerer hier. Trocken bist du. Durstig. Und sehr gut bewässert. Okay. Sag mal, was geht mit der Musik? Will die mir sagen, dass die Folge vorbei ist? Ich würde mal sagen, die Folge sagt, dass die. Ich meine, die Musik sagt, dass die Folge vorbei ist. Genau. Oh, ich habe einen Hintereingang. Was uns hinter dieser Tür erwartet, finden wir dann in der nächsten Folge heraus. Danke fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Tschüss.